Endlich Action! Was gibt's zu tun? Blitzschnell! Durch da! So fucking Wehrspinne, also wirklich. Allzeit bereit. Eine kluge Wahl. Nächste Aufgabe. Komm, auf dem Weg. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Das wird deutlich. Nächste Aufgabe. Soll ich Metapher schon wieder hier ein Dings bauen oder was? Ich spüre die Kraft. Jemand verletzt. Könnte ich eigentlich wirklich machen. Was gibt's zu tun? Das hört sich gut an. Jetzt bilden sie wieder neue Streitkräfte aus, um mich anzugreifen. Meine Armee steht schon praktisch vor deren Haustür. Was ist zu tun? Und die versuchen immer noch krampfhaft sich zu wehren. Bei den Göttern. Das sind aber Verzweiflungsschritte, würde ich mal so behaupten. Ja. Hörsche los! Unterwegs! Hörsche los! Bevor ich jetzt angreife, wird nochmal schnell gespeichert. Aufnahme läuft noch. Das ist perfekt. Wie lange Spiel fortsetzen? Kundschafter bereit. Schnell wie der Wind. Hörsche los. Schnell wie der Wind. Plus 100. Was für ein Spaß. Auf dem Weg. Kommen die gar nicht mehr mit. Jemand verletzt. Geht's los? Hauptquartier, Epoche 5. Genau, wie er getroffen wird. Er wird direkt getroffen. Und er steht einfach auf und rennt weg. Wow. Dieser Feigling! Er flieht! Ach, dieser Mistkerl! Ich will endlich meine Hände um seinen dürren Hals legen. Der Tag wird kommen. Jetzt müssen wir Ada befreien.
So, dann hatte ich das auch erledigt. Nein. Ich gehe vor. Platz da. Was für ein Spaß. Okay. Kommt. Auf dem Weg. Okay. Kann ich helfen? Ich gehe vor. Kein Problem. Extra für dich. Boom, Baby. Aber mein Verbündeten ist noch was übrig, okay. Das ist ja wenigstens gut. Ganz gut. Und Stina ist gerade gestorben. Ich will die Endszene noch sehen, die da gerade gekommen wäre. Oh, okay. Darf ich nochmal angreifen? Was zu sehen? Schnell wieder Wind.
Ach, da ist mein Speer noch untergegangen in, und zwischen denen, okay. Okay, dann kann ich jetzt wenigstens mal sehen, wie ich den hier, das hier kaputt mache. Seht einfach mal zwei Arten dieses Angriffs. Ey, weil ich so behindert war, was richtig zu machen gerade. Er ist wirklich hinten. Ich hab vielleicht immer erwartet, dass er tot ist, aber... Dieser Feigling! Er flieht! Ach, dieser Mistkerl! Ich will endlich meine Hände um seinen dürren Hals legen. Der Tag wird kommen. Jetzt müssen wir Ada befreien. Und die Kinder spielen schon wieder mit der Kettensäge rum. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Rock'n'Roll! Okay. Bei den Göttern. Die sind wieder alle voll geheilt. Der Stufe 4 ist noch da und der 5 auch. Okay. Natürlich. Na, alles klar? Auf dem Weg. So, dann speichere ich an der Stelle. Was? Baumfeld. Macht euch bereit. Okay. Nächste Aufgabe. Was? Ja, bitte. Hm? Was hast du vor? Alarm! Genau getroffen.
Was hast du vor? Genau getroffen. Ja, lauft. Was? Ja. Ich finde den Weg. Was für ein Spaß. Sie dürfen nicht entkommen. Ich will kämpfen. Ich gehe vor. Kein Problem. Bei den Göttern. Wie du wünschst. Cole sollte sich mal vom Druiden heilen lassen. Platz da! Mehr als präzise! Ich glaube. Was denn? Na, alles klar. Rock'n'Roll! Ich gehe vor. Okay. Willkommen in der Freiheit. Eigentlich verstehe ich immer noch nicht, was die Seas vorhaben. Offen gestanden, ich auch nicht mehr. Ich glaube, sie sind vollkommen übergeschnappt. Jarvis will die Tore zwischen den Welten schließen, indem er den ganzen Planeten ein kleines Stück aus der Bahn bewegt. Und will die ganze Welt aus ihrer Umlaufbahn schießen. Mit einer gigantischen Düse. Er richtet auf dem Rad eines alten Verrückt. Das gesamte Ökosystem wird zusammenbrechen. Eine Katastrophe von gigantischen Ausmaßen. Nach meiner Flucht wird er nicht mehr lange mit der entscheidenden Zündung warten. Wir müssen zum Hauptquartier der Seas und diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Ja, aber vorher sollten wir uns alle ein paar Stunden Ruhe gönnen. Gute Nacht. Gute Idee. Ich bin auch hundemüde. Irgendwie bin ich gar nicht mehr müde. Aber kalt ist mir. Das könnte man ja beides ändern. Komm her. Ja, wie die Vulkane im Hintergrund danach verbrodeln, weil die Befehle. Ach ja. Okay, hat jetzt etwas länger gedauert. Aber naja. Das Ende, so gesehen, war's wert. Also Leute. Dann würde ich mal sagen, ich beende jetzt wieder an der Stelle. Also, bewertet die Parts, je nachdem, wie sie euch gefallen haben. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da.
Und natürlich Sun Bros, Praise the Sun, yo und bis zum nächsten Mal.